Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 Bildet, unserem Projekt, wo es darum geht, wer baut am Ende den schönsten Hof, wer wirtschaftet am besten und ja, diese ganzen Sachen, die hier eben dazugehören, die stehen hier alle auf dem Programm. Moment, wir müssen noch einen Strich machen, gerade eben ist nämlich wieder ein Anhänger losgefahren. Wir sind nämlich noch mitten in der Rüben. Oh, 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 ganz großer Fehler wieder. Wir sind nämlich wieder mitten in der Rübenschnitzelernte, meine Lieben. Ah, und jetzt haben wir hier kurz angestupst. Moment, wir schauen mal. Beziehungsweise laden die Rüben kurz ab. Einmal hier hinten. Ah, es ist sowieso gerade nicht so viele Rüben da. Genau. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann schaut doch gerne bei den anderen vorbei. Die sind alle in der Videobeschreibung und lasst gern auch das Däumchen da. Das ist auch immer so eine Sache. Ja, da kann man einfach easy peasy kostenlos unterstützen. So, und jetzt geht's weiter mit dem Rübengehäcksel hier. Gut, das läuft. Theoretisch müsste ein Lohnmitarbeiter auf dem Weg zu mir sein. Ist es aber nicht. Deswegen würde ich sagen, fragen wir nochmal nach. Herr Klarstein? Ja? Ich habe mal eine Frage. Ja? Und zwar, der Rübenernter, mir ist aufgefallen, der Rübenernter, den Sie fahren, das ist ja der Holmer. Ja, Grimmel. Oder? Grimmel. Moment. Genau. Ne, Moment, wo bin ich denn jetzt? Hallo? Kartoffelrüben. Der Grimmel, der Holmer, ich vergesse, was ich gesagt habe, der Grimmel. Ja. Gibt es nicht einen, der noch etwas, Moment mal kurz, der noch etwas ergiebiger ist? Ja, wir haben noch den Tiger. Der ist, glaube ich, ein Ticken breiter vom Schneidwerk. Der ist allerdings noch in der Inspektion gewesen und der Grimme kam gerade frisch aus der Inspektion. Ich könnte mal beim Händler durchklingeln, ob der schon... Sie können ja mal fragen und können den Händler ja mal fragen, ob der den zum Feld liefern würde. Ja, ich kann mich mal erkundigen. Dann kann er ja den anderen die Dispo laufen lassen. Dann kann er ja den anderen theoretisch mitnehmen. Ja, mache ich. Moment. Ja, machen Sie das mal, fragen Sie mal. Oh, der hat sich aber gut verkeilt. Gut, Dankeschön. Der hat sich aber gut verkeilt. Hä, warum macht er denn sowas? Hallo, Ferser, Willi, 666? Ja, Willi, 66666. Au, oh, der Herr Nuss ruft an. Herr Ferser. Oh mein Gott. Herr Nuss, habe ich irgendwas? Ja. Ist was, mir geht's gut, danke. Wie geht's Ihnen? Ja, gestern war ein bisschen stressig, ein bisschen viel los. Okay. Aber ja, neuer Kollege ist in der Dienststelle eingetreten, beziehungsweise hat gestern seine Prüfung geschafft und ich habe jetzt unerwartet bis Ende der Woche frei bekommen. Ach, das ist ja super. Ja, ist gut. Das ist ja klasse. Ja, und erzählen Sie mal. Ja, ich fahre gerade ein bisschen drum. Ach, sagen Sie mal, ist der Honig fertig? Der Honig ist fertig, ja. Ja, perfekt. Ich werde sie dann, wenn's morgen früh hell ist, werde ich sie dann anrufen, wohin der geliefert werden soll, ne? Am frühen Morgen. Aber ich habe mal eine Frage. Haben Sie vielleicht einen kleinen Transporter oder irgend sowas, wo wir den draufladen könnten? Weil ich habe hier gerade einen Großeinsatz laufen bei mir. Ja, da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Aber das wird bestimmt machbar. Weshalb ich eigentlich anrufen, ne? Ich wollte Ihnen sagen, nächsten... No? Die nächste, ja? Helligkeit wird's fällig. Also nächsten Was? Monat. Bei hellig wird's fällig? Ja, so ungefähr. Der nächste Monat wird fällig, ne? Dann sind 57 fällig. 57? 750.000 der Kredit. So viel war das noch? Ja. Verdammt. Ja, nicht mein Problem. Die wollten ja unbedingt wieder einen Teil von der vorgeleisteten Zahlung zurückkriegen. Ja, da haben Sie recht, aber ich bin auch gerade richtig hart am Hasseln. Soll ich Ihnen was sagen? 50 habe ich schon. Ja, ist ja schön. Gut, gell? Fehlen noch 700. Ja, die kriege ich schon zusammen irgendwie. Ja, hoffe ich für Sie.
Das hoffe ich auch für mich. Nee, ich habe gerade einen Großauftrag hier am Laufen. Ich denke, das sieht gut aus. Gut, dann freue ich mich auf nächsten Monat. Ja, und ich erst. Ja, einmal frei. Jo, dann würde ich sagen, bis später, ne? Entschuldigen Sie, ich bin gerade ein bisschen hochkonzentriert. Alles gut, bis später. Denken Sie dran, ich knack jede Nuss. Sie knacken die Nüsse. Ja, Kuss auf die Nuss. Kuss auf die Nuss, tschüss. Herr Krause, ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Das ist also der LKW, den ich bestellt hatte. Mir wurde gesagt, ich soll mit dem Anhänger kommen. Okay, macht nichts. Herr Krause, können Sie mir einen Gefallen tun? Ja. Nebenbei, während ich hier das voll mache, dass Sie nicht dumm rumstehen, könnten Sie ein bisschen das Fahrzeugmanagement übernehmen? Ich würde es Ihnen kurz erklären. Ja. Und zwar habe ich aktuell zwei Traktoren im Pendelverkehr laufen. Wenn Sie mal die Karte aufmachen, sehen Sie, dass ein Traktor gerade hochfährt zur Fabrik. Ja. Und wenn dieser dort angekommen ist, wäre es schön, wenn Sie den dort entladen würden und wieder hierher bringen, während ich hier voll mache. Vielleicht könnten Sie da mal reinhüpfern. Sie können das, das ging mal hin. Oder Sie fahren den hoch. Nee, warte mal, das bringt ja nichts. Nee, gut, alles klar. Ja, nee. Huch. Ja, das war schlau. So. Genau, das wär lieb, Herr Krause. Perfekt. Wie viel geht denn hier rein? Ja, das ist der größte. Hm. Gucken Sie mal, steigen Sie mal ein, wie viel Prozent schon drin sind. Ja, machen wir jetzt. Das wird's natürlich jetzt Prozent. Wie viel? 32% sind gerade drin. Und wie viel Liter? 18.000. Ja, das ist sportlich. Das ist tatsächlich sportlich. Da gehen ein paar Rüben durch jetzt. Wie gesagt, wenn Sie ein bisschen auf die Karte achten würden, auf das GPS, jetzt könnten Sie zum Beispiel, jetzt könnte der oben abgetankt werden. Oder Sie managen das hier unten, das können Sie auch machen. Ich glaube, ich manage oben. Okay, gut, dann mache ich das. So, schauen wir mal, was hier reinpasst in den. Das ist natürlich ein brutales Gewicht. Oh, der hat jetzt schon das drin, was die anderen Anhänger schaffen. Und wir sind erst bei 46%. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, da bekommen wir viel mehr weg. Da könnten wir theoretisch einen aus der Kette rausnehmen. Oh, Rüben. Rübenstopp. Oh, wir haben keine Rüben mehr. Herr Ferser? Ja? So, ich habe die neue Maschine schon bekommen. Die Inspektion war schon fertig, aber der wäre eigentlich erst morgen früh ausgeliefert worden. Okay. Aber ich habe ihn jetzt direkt beim Händler aus der Halle sozusagen geholt. Ja. Es sollte jetzt nochmal einen Ticken schneller gehen. Ah ja, okay, das schon ist ja, ja sehr gut. Ja, der nimmt zwei Bahnen mehr mit. Das ist perfekt. Das ist tatsächlich perfekt. Dann machen wir das so. Zwei Bahnen mehr? Jo. Okay, das ist super. So, dann ziehe ich jetzt einen aus der Kette raus und lass den hier auf dem Feld schon arbeiten. Der kann nämlich schon mulchen. Tatsächlich. Genau. So. Okay, perfekt. Weil das sind ja fast... Ja? Sollen das in die Silos oder in die Produktion rein? Silos. Okay. Direkt das Silo, was gleich rechts kommt dann, ne? Ja. So, dann lassen wir den hier noch drin in der Kette. Dann passt das. Und den, wo sich der liebe LU-Mitarbeiter gerade drum kümmert. Ja. So, dann mal hin die Rüben hier. Herr Glasstein. Schütten Sie mal, kippen Sie mal ab. Läuft. Bin ich weiter vor. Weiß immer nicht, teilweise laufen die hier unter das Förderband. Da. Sieht gut aus. Da ist eine gute Stelle. Da ist eine sehr gute Stelle. Eine perfekte Stelle.
War es das schon? Ja, es waren jetzt nur zwei Bahnen, ne? Also halb voll. Ah, okay. Wie viel Liter sind das, zwei Bahnen? 17.000 oder sowas. Ah, ist natürlich nicht schlecht, nicht schlecht. Oh lol, sag ich, der ist voll. Vom Gewicht. Boah, ist das bitter. Bei 31% ist der voll? Och nee. Schlecht. Das ist schlecht tatsächlich. So, dann geht's mit dem weiter. 31.000 und ich hätte jetzt echt gedacht, es geht mehr rein. Dann muss ich mir das auch einmal notieren. 32.155. 32.155. Einmal. So, und dann arbeiten wir mit den Zweien hier. Und den dritten im Bunde. Wo ist denn der LU-Mitarbeiter? Wo fährt der denn? Och. Ernsthaft. Herr Krause, kommst du auch wieder? Ich bin auf dem Weg. Ja, da gibt's ja auch Abkürzungen hier. So, querfeld ein. Jetzt fahren Sie nicht wieder oben rum. Och, nee. Ich fahre aber nicht übers Feld. Ja, dann fahren Sie doch gleich oben rum. Jetzt fahren Sie doch übers Feld. Och, ich werde was. Was ist denn hier los? Wenn das der Nachbar sieht, ich sage Ihnen, ich habe damit nichts zu tun. Ah. Ich habe nichts zu tun damit. Ich kenne den Nachbarn sehr gut. So, den brauche ich einmal. Der Fett ist voll. Jo. Kann auch oben rein. Wichtig ist, wenn Sie jetzt in den anderen Trakt, also immer wenn Sie jetzt hier wegfahren, müssen Sie mir Bescheid sagen, dass Sie hier wegfahren. Jo, das kriegen wir hin. Ich muss mir die Anhängerladung notieren. Danke. Könnten wir aber was anderes machen. Wir könnten... Oh, da habe ich eine Idee. Jetzt machen wir eine ganz wilde Sache. Wir spannen jetzt hier den 8S davor. So. Die rühmen schon wieder durch. Das gibt's ja gar nicht, ey. Ich spanne jetzt hier den 8S davor. Und lassen den mit zwei Anhängern fahren. Das ist ja zwar wieder sehr langsam, aber wir haben wenigstens beide Anhänger in Betrieb. Und den anderen, dass man... Was ist jetzt die Kupplung hier? So, ihr wisst, was ich meine, Leute, ne? Ihr wisst, was ich vorhab. Wo? Ach, weil andersrum muss das Gespann. So, dann nochmal neu. Genau, und dann fahren wir hier das eine Gespann mit zwei Anhängern und könnten natürlich auch noch den Herrn Krause fragen, ob wir es vielleicht so machen, weil das ja über 40.000 Liter in der Gesamtmasse sind, ob wir da den 10,50 davor hängen. Aber ich glaube, ach, der packt das auch so, von daher. Dann geben wir den Herrn Krause jetzt hier noch schnell eine Einweisung in die Rückengeschichte, wie der das häckseln kann. Und dann kann der das übernehmen und wir können jetzt hier schon wieder ersten Feldarbeit beginnen. Das ist nämlich perfekt. Da sparen wir wieder ein bisschen Zeit, weil das Feld hier muss auf jeden Fall neu bestellt werden. Ich weiß ja nicht, was ich hier drauf mache. Es wird aber wahrscheinlich... Och, das kann doch nicht sein. Oh, wieder daneben. Es wird aber wahrscheinlich Sorghumhirse werden. Ich glaube, der andere müsste auch einen größeren Bunker haben. Der andere Vollernter. Das heißt, da kommt
Der erntet mehr und es kommt immer gleich eine größere Ladung für uns. Das ist jetzt praktisch. Herr Krause, fahren Sie mal weg. Ich muss eine große Schleife drehen. Jo. So. Ach, der schraubt rum. Und hier einmal drunter. Jawohl. Perfekt. Gut, Herr Kraus, ich würde Ihnen mal was erklären. Kommen Sie mal mit. Und zwar machen wir es jetzt so, ich fahre jetzt hier dieses Doppelgespann und ihrs. Und dann kann ich einen Traktor rausziehen aus der Kette. Okay. Wenn der hier ablädt. Gucken Sie mal, der Herr Klarstein... Kommt der jetzt gerade? Nee. Doch, der kommt jetzt gerade her. Der Glasstein kippt das hier ans Förderband. Ja. Na? Das Förderband nimmt das theoretisch komplett von alleine auf. Schiebt das da vorne in die Schaufel. So, dann schauen wir mal. Müssen wir ausklappen, Herr Glasstein. Ist er voll? Nee, 80% 34.000. Also zwei, eine Bahn sind 17.000 ungefähr. Das ist stark. Ja, genau. Gucken Sie, der nimmt das automatisch auf. Setzen Sie sich mal in den Traktor. So. Dann können Sie mit dem B-Knopf auf dem Armaturenbrett machen Sie das an. Und dann bleiben Sie drinnen sitzen. Sie sehen, dass das schneller wegläuft, wie nachkommt. Ja. Sehen Sie das? Ja. Das heißt, die Schaufel hört auf. Wenn es alle ist und dann, wenn es wieder voll ist, müssten Sie wieder starten, bitte. Ja, das kriegen wir hin. So, folgendes. Das ist ganz wichtig. Bevor Sie unter der Schaufel wegfahren, müssen Sie die mit dem B-Knopf wieder ausschalten. Okay. Weil sonst macht er das auf dem Boden. Verstehen Sie? Ja, verstanden. Okay, nicht super. Nicht auf dem Boden. Nicht auf dem Boden. Ich danke Ihnen vielmals. Sagen Sie Bescheid, wenn der Zug hier voll ist. Ja, sage ich Ihnen. Danke Ihnen. So, und dann können wir uns nämlich jetzt hier erstmal, Leute, wegen den Wandblinkern, ich weiß, übel lästig, sinne mal an wegen Doppelbelegung. Ich kann nämlich dann hier jetzt schon mal den Mulcher starten, das ist nämlich eine feine Sache. Den Mulcher starten und dann könnte hier der Flug drüber rasieren, wenn hier gemulcht ist. Ich weiß, normalerweise bei Rüben muss man nicht mulchen und so weiter. In Real Life ist das so, im LS ist das nicht so. Es wird immer gemulcht. Normalerweise wird er immer gemulcht, jedenfalls. So. Funktioniert das? Natürlich funktioniert es. Wir machen mal folgendes, um den Helfer ein... Eine Bahn können wir ja... Nee, wir ziehen mal keine... Wir ziehen mal keine Bahn. Wir machen mal oben die Rübenmieter. Nehmen wir mal raus. Das heißt, wir fahren mal ein, zwei Bahnen quer. Dann kann der Mulcher nämlich oben rumdrehen. Beziehungsweise dann fährt er nicht ganz hoch und wir stehen nicht im Weg, wisst ihr? Täuschen sozusagen das Feldende vor. Den Helfer ein bisschen verarschen. So. Den wir jetzt einmal hier quer rüberfahren, denkt sich dann der Helfer, oh, hier ist das Feld zu Ende, da müssen wir umdrehen, muss aber gar nicht. Ah, das läuft mit dem Herrn Krause, ich sehe, das passt. Herr Krause, wichtig ist ausschalten, bevor Sie drunter wegfahren, ansonsten landet alles auf dem Boden. Ja, ich schalte dann aus, wenn ich wegfahre. Genau, dann den zweiten Anhänger drunter, ich den hier. So, wir werden mal noch einen ganz kurzen Blick auf unsere Tiere werfen. Und kurz bevor wir fertig sind mit der Rübenernte, werden wir auch noch mal ein paar Erdfrüchte für die Schweine einlagern. Das macht auch Sinn. Dieter! Jo! Kommst du auch gleich zum Feierabendbier noch? Ja, wir machen doch heute den Grill an, oder nicht, Amelu? Ja, eigentlich schon. Ist ja schon zeitnah, ne? Da würde ich auch kommen! Da müssen Sie den Chef fragen. Da, ja? Weil wir hören immer, sie haben so viele Striche auf dem. Nicht Board. Mehr. Nee. Nicht mehr. Ist nicht mehr. Das ist ja schon mal gut. Dann dürfen sie bestimmt auch kommen.
Das ist nett. Darf ich auch kommen? Herr Ellenstein war das, oder? Ja, das kriegen wir wohl hin. Also ich schmeiß den Grill schon mal an. Wir haben es ja schon nach 10. Rippchen. Gibt's Rippchen? Ja, Rippchen und schönes Bäuchiges. Bäuchiges? Oh, das geht wieder direkt in die Hüfte. Naja, gut, nützt ja nichts. Muss überhaupt ein bisschen Saft drauf, darf ja nicht zu wenig sein. Ja, das schmeckt auch länger besser. So, na gut. Aber dann, ihr habt gehört, das war Stichwort, meine lieben Freunde. Das LU will Feierabend machen, dann machen wir das einfach auch. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Wir sind erstmal raus. Bis dahin, euch noch einen schönen Abend. Tschüss und ciao.